Nach einer etwa viereinhalbstündigen Busfahrt erreichen wir die letzte der baltischen Hauptstädte, Riga. Hier befindet sich unser Hostel etwa 10 Minuten von der Innenstadt in diesem orangenen Holzhaus. Riga ist die größte der baltischen Hauptstädte. Auch hier machen wir uns gleich auf den Weg in die Innenstadt. Am Opernhaus vorbei kommen wir direkt zur Freiheitsstatue. Die hochaufragende Freiheitsstatue ist das bedeutendste politische Symbol der lettischen Unabhängigkeit. Hoch über dem Sockel hält eine allegorische weibliche Figur drei Sterne in den Händen. Diese stehen für die historisch wichtigen Regionen Fizteme, Kurzeme und Latgale. Die Freiheitsstatue stammt aus dem Jahr 1935 vom Bildhauer Kalich Sale. An der Leimeruhr vorbei gehen wir in die Innenstadt. Auf einem kleinen Platz in der Altstadt stehen die Gebäude der kleinen und der großen Gilde. Ihre neugotischen Fassaden erhielten sie erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Gilden entstanden im Spätmittelalter als freiwillige Zusammenschlüsse von Gewerken und Kaufleuten, die ihren Mitgliedern einen angemessenen Rahmen für ihre gesellschaftlichen Aktivitäten und ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit bieten wollten. Aus Ärger, nicht in der Gilde aufgenommen zu werden, baute ein Kaufmann dieses Haus. Die schwarze Katze auf dem Giebel zeigte ihr Hinterteil früher direkt zur Gilde. Wir gehen weiter durch die Altstadt und kommen zur Johanneskirche. Die Johanneskirche mit ihrer gestuften Fassade aus der Zeit der Backsteingotik wurde 1297 erstmals urkundlich erwähnt. Im 13. Jahrhundert beschlossen zwei Dominikanermönche, sich einmauern zu lassen und nur über eine Nische in der Mauer Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ziel dieses seltsamen Lebenswandels war es, eine Heiligsprechung durch den Papst zu provozieren. Die beiden starben kurz hintereinander und wurden nicht heilig gesprochen, denn der Papst war der Meinung, dass ihr Tun vor allem der Befriedigung ihrer Eitelkeit diente. Bremen ist die deutsche Partnerstadt von Riga, daher stehen auch hier die Bremer Stadtmusikanten. Wir gehen an den Musikanten vorbei und kommen zur Petrikirche. Die Petrikirche wurde 1209 erbaut. Sie ist neben dem Dom die bedeutendste Kirche der Stadt. Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung war sie der Stolz der hanseatischen Kaufleute. Nach verschiedenen Bränden, die durch bürgerkriegsähnliche Konflikte zwischen selbstverwalteter Stadt und Klerus ausgelöst wurden, vergrößerte man die Kirche im 15. Jahrhundert erheblich. Der Turm wurde mit 136 Metern Höhe zu einer der höchsten Bauwerke des damaligen Europas. Mit einem Fahrstuhl kommt man auf den Turm der Petrikirche. Von hier kann man einen Blick auf die Daugava, den Fluss, der durch Riga fließt, werfen und die gesamte Altstadt überblicken. Wir setzen unseren Rundgang durch die engen Gassen Rigas fort,
kommen vorbei an alten Kirchen und alten Kaufmannshäusern, bis wir endlich den Marktplatz erreichen. Der Marktplatz war bis ins 19. Jahrhundert hinein das wirtschaftliche Zentrum Rigas. Hier wurden Gesetze verlesen und Urteile verhängt. Von 1334 an dominierte das Schwarzhäupterhaus den Marktplatz, bevor es im Zweiten Weltkrieg nur leicht beschädigt und anschließend von den Sowjets gesprengt wurde. Unter anderem, weil es in Riga das geschichtsträchtigste Symbol kaufmännischer Tradition war. Seit 1999 erstrahlt das Gebäude im neuen Glanz. Die Schwarzhäupter waren ein Zusammenschluss von ledigen Kaufleuten. Vor dem Gebäude, das auf die holländische Renaissance zurückgeht, steht eine Roland-Statue. Der Roland erinnert bis heute an die politischen Sonderstatus, die von Klerus und Adel unabhängigen Gerichtsbarkeit und die Marktsicherheit der mittelalterlichen Stadt. Wir gehen weiter durch die Altstadt in Richtung Domplatz. Am Domplatz besichtigen wir natürlich den Dom. Den Grundstein des Doms ließ Bischof Albert 1211 legen. Altarraum, Ostflügel sowie massive Wände und charakteristischen Rundbögen stammen noch aus dieser allerersten Bauphase. Im 14. und 15. Jahrhundert wurden die Mittelschiffe angebaut. 1547 brannte der Turm und 1590 wurde sein Nachfolger zum alles überragenden Bauwerk. Der obere Teil des 140 Meter hohen Kirchturms war nun eine über 70 Meter hohe Holzkonstruktion, die in den kommenden beiden Jahrhunderten morsch wurde. 1776 wurde sie durch heute noch zu sehende und nur noch 90 Meter hohe barocke Metallspitze ersetzt. Zu Zeiten der Unabhängigkeitsbewegung sammelten sich unter dem Dach des Doms zunächst oppositionelle Kräfte, später nahezu die gesamte politisierte Öffentlichkeit der Stadt. Als im Januar 1991 in der Zeit der Barrikaden sowjetische Panzer in Riga auftauchten und eine erneute Besetzung befürchtet wurde, war im Dom vorsorglich ein Lazarett eingerichtet worden, das zum Glück nicht gebraucht wurde. Wir gehen weiter und gelangen zum Rigaer Schloss. Der Grundstein des Schlosses wurde 1330 gelegt, nachdem durch Konflikte zwischen Stadt und deutschen Orden das alte Ordensschloss nahe der Petrikirche zerstört worden war. Der größte Teil der Bausubstanz ist seit dem 16. Jahrhundert unverändert. Heute ist das Schloss Residenz des lettischen Präsidenten. Nicht weit vom Schloss entfernt steht das Pendant zu Tallinns drei Schwestern, die drei Brüder. Die drei Wohnhäuser sind zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert erbaut worden. In der Nähe der drei Brüder besichtigen wir noch diese katholische Kirche. Wir gehen weiter und gelangen zur Straße Torna Ilia. In der klassizistischen Häuserzeile waren früher die Zollämter untergebracht.
Hier sieht man das Schwedentor. Es wurde 1683 in ein im Weg stehendes Wohnhaus geschlagen und wurde zu einem wichtigen Stadttor. Ganz am Ende der Straße erreichen wir den Pulverturm, der letzte im Original erhaltene Turm der Stadtmauer, die einmal 25 Türme unterschiedlicher Größe hatte. An unserem letzten Tag in Riga besichtigen wir noch die russisch-orthodoxe Kathedrale und die Boulevards mit ihren Jugendstilhäusern. Die russisch-orthodoxe Kathedrale entstand zwischen 1876 und 1884 und ist im neobyzantinischen Stil erbaut. Im Inneren durfte ich leider mal wieder nicht filmen. Wir spazieren weiter über die Boulevards und erreichen die Elisabethes-Ilela und die Alberta-Ilela, in der man viele alte Jugendstilhäuser bewundern kann. Zuletzt spazieren wir noch an der Daugava entlang, wo in einem Glaskasten eine Statue steht. Diese Statue zeigt einen Riesen mit einem Kind auf den Schultern, die Statue des großen Christophorus. Am nächsten Tag fliegen wir zurück in das kalte Deutschland.